Mainfranken-Derby am proppevollen Dallenberg. 6.874 Zuschauer, Meister gegen Spitzenreiter. Recht viel mehr Brisanz gibt's aktuell nicht in der Regionalliga Bayern. Zumal die unter Neucoach Martin Lanich noch ungeschlagenen Würzburger Kickers nach dem wackeligen Saisonstart auf dem besten Weg zu alter Stärke sind. Durch die beiden jüngsten Siege mit 7:0 Toren haben sich die Hausherren im gewohnten Rot bis auf 6 Punkte an den Liga-Primus rangepirscht. Die Euphorie bei den Schnüdeln erhielt dagegen zuletzt durch das Pokalaus in Bamberg sowie das unglückliche 1:1 gegen Aschaffenburg 2 kleine Dämpfer. Zudem gingen die letzten 8 Pflichtspielduelle beider Teams allesamt an die Kickers. Damit hinein ins Match, das den hohen Erwartungen zumindest in der Anfangsphase aber noch nicht gerecht wurde. Für den ersten Höhepunkt sorgte nach einem knapp viertelstündigen gegenseitigen Abtasten ausgerechnet der gebürtige Würzburger Leonhard Langhans. Sein Schuss zischt jedoch am heimischen Gehäuse vorbei. Auf der anderen Seite versucht's dann Goalgetter Benjamin Girt, sein Versuch aber zu zentral und somit kein Problem für Lukas Schneller. Die erste echte Gelegenheit hatte dann nach einer halben Stunde der Spitzenreiter. Sebastian Müller kann den präzisen Pass von Nils Pivernetz aber nicht kontrollieren und dann wird der Winkel etwas zu spitz. Trotzdem die Gäste hier schon einen Tick aktiver und kurz vor der Pause mit dem nächsten Angriff. Mike Dellinger legt per Kopf ab zu Lauris Bausenwein, der Ball springt zu Müller und drin das Ding, aber der vermeintliche Torschütze stand wohl im Abseits. Diese Szene rief jetzt nochmal die Gastgeber auf den Plan. In der 44. Minute fasst sich Moritz Hannemann ein Herz und setzt die Kugel an den Querbalken. Jetzt war es endlich das erwartete Topspiel. In der Halbzeitpause kurzer Blick auf die Schweinfurter Ersatzbank. Da sitzt mit Thomas Meissner ein frisch verpflichteter Neuzugang. Der 33-Jährige war zuletzt in Nordmazedonien aktiv und kehrte erst in dieser Woche zu seinem Heimatverein zurück. Nach dem Seitenwechsel beide Teams wie schon im ersten Abschnitt zunächst auf Fehlervermeidung aus und offensiv mit wenig Risiko. Erst mit der Einwechslung von Patrick Hofmann nach etwas mehr als einer Stunde kam wieder frischer Wind in die Partie. Der Schuss des 32-Jährigen wird hier von Tim Kraus gerade noch geblockt. Dann die 68. Minute, Würzburg im Vorwärtsgang. Hannemann wird von Kevin Ferry gestoppt und der bereits verwarnte Schnüdelkapitän sieht dafür gelb-rot. Schon eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Assad Nuhum. Die Heimelf nun also mit einem Mann mehr und in der 81. Minute mit diesem Angriff. Hannemann und der eingewechselte Benjas Junge Abjol zaubern sich da durch die Schweinfurter Defensive und dann steht Girt da, wo ein Torjäger stehen muss. Mit dem ersten wirklich gelungenen Spielzug der gesamten Partie geht der Meister mit 1:0 in Führung. Saisontreffer Nummer 8 für Girt und Riesenjubel natürlich im heimischen Lager. Doch der Tabellenführer alles andere als geschockt und nur 3 Minuten später mit der Riesenchance zum 1:1. Der eingewechselte Elia Hertel mit der riskanten Brustablage, Hofmann geht dazwischen, aber Keeper Vincent Friedsam lenkt den Ball sensationell per Fußabwehr an den Pfosten. Die Gäste drückten nun trotz Unterzahl auf den Ausgleich, Müller trifft hier jedoch den Ball nicht richtig und Friedsam packt zu. Wir springen in die 7. Minute der Nachspielzeit. Nochmal Ecke für Schweinfurt. Der mittlerweile eingewechselte Meissner schraubt sich hoch, aber Friedsam wischt den Ball mit einem Weltklasse-Reflex raus. Und dann kratzt Fabian Wessig den Kopfball von Dellinger von der Linie. Was für ein Schlussakt in diesem Unterfranken-Derby, das letztlich denkbar knapp mit 1:0 an Würzburg geht. Ja, Glückwunsch an die Kickers zum Derby-Sieg. Ich fand die erste Halbzeit sehr ausgeglichen, schon Spielkontrolle von uns. Mir hat es tatsächlich so die ein oder andere Minute zu lang gedauert, bis wir den Respekt vor der tollen Kulisse abgelegt haben. Haben dann, glaube ich, kurz vor dem Platzverweis in der zweiten Halbzeit eine Riesentorschance zum 1:0. Die macht man nicht, im Gegenzug dann die rote Karte, die natürlich dann schon entscheidend in das Spiel auch eingegriffen hat. Kann der Mannschaft danach keinen Vorwurf machen. Ich glaube, es war die einzige Torchance, die wir in Unterzahl zugelassen haben und haben am Ende dann noch 3, 4 riesige Bretter, den Ausgleich zu machen. Von daher sehr schade heute für uns, gilt es aber zu akzeptieren. Wir schauen wieder nach vorne. Nach dem Spiel kann man sagen, dass es ein Derby war, das wirklich alles drin hatte. Eine totale Dramatik, aber auch vor allem von meiner Mannschaft ein großes Kämpferherz, eine große Mentalität. Wir waren sehr leidensfähig, das haben wir uns vorgenommen, das haben wir heute gezeigt. Und das freut mich einfach enorm. Zudem hatten wir heute einen Tormann, der sensationell gut gehalten hat, müssen wir uns bedanken. Aber das brauchst du eben alles, um so eine Mannschaft wie Schweinfurt zu schlagen. Die Schnüdel gehen also gegen die Kickers zum 9. Mal in Folge leer aus. Der Vorsprung auf die Verfolger ist damit fast aufgebraucht. 3 Punkte sind es noch auf Würzburg, das seine Serie auf 8 Spiele ohne Niederlage ausbaut und sich spätestens mit dem Derby-Sieg im Titelkampf zurückmeldet. Obwohl hier
hier der zweite und der vierte aufeinandertreffen, ist die Gefühlslage komplett unterschiedlich. Die Spielvereinigung Bayreuth ist seit 8 Spielen unbesiegt und läuft dementsprechend vor den knapp 2300 Zuschauern im Hans-Walter Wild mit breiter Brust auf. Die Gäste aus Burghausen in Schwarz verloren dagegen 4 der letzten 6 Partien, zuletzt am Dienstag das Nachholspiel gegen Bamberg und haderten dabei vor allem mit der mangelhaften Chancenverwertung. Wie für so ein Topspiel üblich, tasteten sich beide erstmal rein. Erste Gelegenheit dann, na klar, in einem Standard für die Gäste. Alexander Spitzer wird da angeköpft und kann den Ball dann nicht mehr kontrollieren. Die Partie nahm nun mehr Tempo auf und in der 26. Minute fährt Wacker-Keeper Markus Schöller einen weiten Ball ungenügend. Marcel Götz trifft selbigen dann zwar auch nicht wunschgemäß, das Ding wird aber zur Vorlage für Yannick Graf, der dann allerdings verzieht. Auf der anderen Seite, angesichts der Burghauser Kopfballstärke, eine überraschende Variante bei diesem Freistoß, Kugel flippert und letztlich wird der Versuch von Felix Bachschmidt geblockt. Muntres hin und her jetzt, nun wieder die Altstadt dran, Erol Zainulahu mit Tempo über rechts, eigentlich die Flanke wirklich gut auf Graf, der trifft aber das Leder nicht richtig, beste Chance der Partie bisher. Bayreuth in dieser Phase druckvoller und kurz vor der Pause mit Felix Heim über links. Sein Versuch, halb Schuss, halb Flanke, aber Spitzer verlängert ihn unglücklich ins lange Eck. Führung für die Oberfranken in der 44. Minute. Gefasst hätten die Gastgeber einen Doppelschlag draus gemacht. Zainulahu setzt jedoch das Leder knapp drüber. Burghausen also gefordert, wenn es nicht die dritte Pleite in Folge geben sollte und die Oberbayern kamen. 5 Minuten nach Wiederbeginn bedient Sebastian Malinowski Lukas Walchütter. Lukas Tarczewski hat den Ball erst im Nachfassen und gerade noch so vor dem einschussbereiten Niklas Doll. Aber auch die Spielvereinigung versteckte sich keineswegs. Sie wussten, dass ein 2:0 wohl schon vorentscheidenden Charakter haben könnte. Zainulahu diesmal mit der richtigen Höhe im Abschluss, aber Schöller ist auch noch da. Danach wurde es eine Zeit lang ein Abnutzungskampf ohne große Strafraumszenen. Erst in der Schlussviertelstunde öffneten sich Räume für Bayreuther Konter. Graf hätte hier sofort abziehen sollen, Chance aber noch nicht vorbei. Wenige Sekunden später heißt das Duell erneut Zainulahu gegen Schöller mit bekanntem Ausgang. Danach soll Graf im Abseits gestanden haben, Ball wäre aber eh nicht drin gewesen. Auch in der Folge spielt die Hausern den ein oder anderen Konter ungenügend aus und sowas rächt sich ja gerne im Fußball, zumal wenn ein Team so kopfballstark ist wie Wacker. Und in der 89. Minute wäre es fast soweit gewesen, mit vereinten Kräften können die Oberfranken jedoch klären. Die Salzachstädter warfen in der Nachspielzeit nochmal alles nach vorne, ein richtig gefährlicher Abschluss kam allerdings nicht mehr zustande. Letztes Highlight, die rote Karte gegen Gästecoach Robert Berg, ganz kurz vor dem Schlusspfiff. Ich glaube, da macht Fußball, glaube ich, so keinen Spaß, wenn man in der 90. Minute rote Karte bekommt, weil man einen Meter im Spielfeld steht und vielleicht ein bisschen emotional reinschreit, ohne dass das irgendwo irgendeine Beleidigung oder sonst was stattfindet. Finde ich einen schlechten Witz. Ich glaube, dass wir sehr ruhig waren für die Entscheidungen, was getroffen worden. Die Mannschaft hat alles gegeben und wir haben mit sehr viel Pech 1:0 verloren. Aber was das jetzt zum Schluss noch gewesen sein soll. Ich glaube, haben wir alle bei Reuter auch angesprochen, das versteht kein Mensch mehr. Ja, also man muss den Jungs ein Riesenkompliment machen, was sie kämpferisch von der Mentalität und vor allem von der Intensität auf den Platz gebracht haben. Das, was ich die letzten Spiele ein bisschen bemängelt habe, in gewissen Phasen, wo wir es nicht hatten, haben wir heute über volle 90 Minuten auf den Platz bekommen, von hinten bis nach vorne. Die Spielvereinigung Bayreuth hält damit nicht nur Burghausen auf Distanz, sondern ist durch die parallele Schweinfurter Niederlage in Würzburg nun bis auf einen Punkt dran an den Schnüdeln, die allerdings auch noch eine Nachholpartie haben. Wacker muss dagegen nach der dritten Pleite in Folge den Kontakt zum Spitzentrio vorerst etwas abreißen lassen. Nach über 2 Wochen Spielpause greifen auch die Bayern Amateure wieder ins Geschehen ein und es wird von den gut 830 Zuschauern, darunter auch Legende Hermann Gerland, im Grünwalder abzuwarten sein, wie die Gastgeber die jüngsten Länderspielreisen zahlreicher Akteure weggesteckt haben. Der Feuerer Thyssen steht zwar als Fünfter nach wie vor recht gut da, verließ zuletzt aber dreimal in Folge als Verlierer den Platz. Zudem müssen die Schwaben in Blau einige Ausfälle von Leistungsträgern kompensieren. Jüngst erwischte es noch Kapitän Max Zeller mit einem Außenmeniskusriss. Sicherheit gewinnen war deshalb für beide eingangs erstmal oberste Bürgerpflicht. In der 10. Minute ging der Ilertisser Aufbau dann aber mal schief. Emirhan Demircan bedient nach einer guten Balleroberung zuvor von Nestori Irankunda Ajun Ibrahimovic, der die allerdings auch schwierig zu nehmende Kugel drüber löffelt.
Drei Minuten später die Gäste mit ihrer ersten ernsthaften Offensivaktion. Marco Mannhardt wird freigespielt, scheitert zunächst an Max Schmidt, legt dann quer zu Yannick Lessing, doch der Jubel verfrüht. Sehr spät wurde nämlich doch noch auf Abseits entschieden. Fast im direkten Gegenzug, Ecke der Gastgeber, Ibrahimovic scheitert an Keeper Markus Ponat, Kapitän Steve Breitkreuz setzt den Abpraller dann ans Außennetz. In der Folge konnte der FAI die Bayern aber gut vom eigenen Tor weghalten und fuhr in der 31. Minute einen Konter. Glessing schickt Mannhardt auf die Reise, der sich gegen Angelo Brückner durchsetzt und das Leder an Schmidt vorbei ihm den Kasten schiebt zum 0:1. Der Rückkehrer aus Verl in seinem 5-Einsatz mit dem zweiten Saisontor. Wie sieht die Antwort der Münchner aus? So, Luca Denk mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 35. Minute. Der 21-Jährige zuletzt ja schon mit Fernschusstreffern gegen Buchbach und den Bamberg. Traumtor-Hattrick also für ihn. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie bietet sich die schnelle Chance zum Doppelschlag. Max Wagner auf Kurt Rüger, der allerdings doch deutlich drüber zieht. Die Bayern nun wieder am Drücker und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelingt nochmals ein Konter. Iran Kunda erst rustikal, Spiel läuft aber weiter. Dann hat er das Auge für Ibrahimovic, der alleine vor Ponat cool bleibt und quasi mit dem Halbzeitpfiff zum 2:1 einschiebt. Aufgrund der Spielanteile schon durchaus verdient. Der FAI also nun gefordert und hier kurz nach Wiederbeginn mit einem Geschenk von Brückner Schmidt, aber stark gegen Mannhardt und letztlich die Gäste dann nicht konsequent genug. In der 56. Minute hat dann plötzlich Glessing nach einem weiten Ball viel Platz, legt auf für Leander Fochatzer, Schmidt wirft sich rein, aber dann hat Mannhardt keine Mühe mehr, den Doppelpack zu schnüren, der 2:2 Ausgleich in einer insgesamt sehr munteren Regionalliga-Partie. 4 Zeigeumdrehungen später Ecke für die Hausherren. Denk diesmal als Vorbereiter und Breitkreuz spielt den Vollstrecker, perfekter Kopfball des Capitanos zur erneuten Führung. Geht jetzt noch was bei den Illertalern? Zumindest hätte der eingewechselte Tobias Rühle mehr aus dieser Situation machen können. Die Bayern, bei denen der eigentliche Kapitän Timo Kern nach rund 6 Wochen sein Comeback feierte, lauerten nun vor allem auf Konter und ließen ansonsten hinten nichts mehr anbrennen. Es blieb beim 3:2. Ja, ich glaube, dass es echt ein richtig geiles Fußballspiel war von beiden Mannschaften. Es war alles drinnen, extrem hohe Intensität über die gesamte Spielzeit, viele 1-gegen-1-Situationen, viele Zweikämpfe, tolle Aktionen mit Ball, ich finde wunderschöne Tore erzielt und am Ende haben wir das Spiel gewonnen. Ich glaube schon, dass es so ein Tick mehr verdient war. Ja, für uns natürlich ein bitterer Ausgang. Ich denke insgesamt, ja, haben die Jungs ein gutes Spiel gemacht, wir haben sehr, sehr viel investiert, haben natürlich unterm Strich leider bei allen 3 Toren ja, tatkräftig mitgewirkt. Von daher ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass wir einfach dieses 1-1 dann nicht in die Halbzeit nehmen konnten in einer Situation, wo wir einfach diesen letzten Ball für uns klären müssen. Und ja, wenn du natürlich aus 2 Standardsituationen das Spiel verlierst, ist es sehr, sehr ärgerlich. Die Bayern Amateure fahren also nach zuletzt 3 sieglosen Partien im Grünwalder den ersten Heimsieg seit Mitte August und bleiben angesichts von teils 3 Spielen weniger als die Konkurrenz in Schlagdistanz zur Spitze. Der VfL Lüttichen kassiert dagegen die 4. Pleite in Folge, bleibt jedoch vorerst trotzdem noch 5. Viktoria Aschaffenburg gegen die U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth. Oder besser gesagt gegen Daniel Kasper. Denn der 22-Jährige hat mit 11 Saisontoren nicht nur die Hälfte aller Fürther Treffer in dieser Saison erzielt, sondern alleine genauso viele wie die gesamte Aschaffenburger Mannschaft zusammen. Ihn in den Griff zu bekommen, ist also eine der Hauptaufgaben der Truppe von Interimstrainer Tuncay Nadarolu, der nach dem sicher glücklichen, aber vor allem für die Moral extrem wichtigen 1:1 in Schweinfurt bei seiner Heimpremiere erneut etwas Zählbares einfahren will. Die Gäste in Grün-Weiß reisen allerdings mit der Empfehlung von 3 Siegen in Folge an und haben zudem die letzten 3 Duelle mit dem SVA für sich entschieden. Dementsprechend selbstbewusst starteten sie auch in diese Partie und natürlich gehört die erste Szene Goalgetter Kasper, der die Kugel hier in der 6. Minute jedoch nicht aufs Tor bringt. Allgemein das kleine Kleeblatt 12 Tage nach dem 2:0 im kleinen Franken-Derby sehr spielfreudig und in der Anfangsphase mit einigen Abschlüssen, denen zunächst aber noch die nötige Präzision fehlte. In der 20. Minute spielt dann der auffällige Leander Popp nach einem weiten Ball gegen Hamza Butakrit seine Tempovorteile aus, lässt dann auch noch Veit Clement aussteigen und schließt dann platziert ab ins lange Eck zum 0:1. Keine Chance für Max Grün im heimischen Gehäuse, erster Saisontreffer für den 19-Jährigen.
Die Hausherren durch den Rückstand nun ziemlich verunsichert und kurz darauf mit diesem riskanten Spielaufbau. Tom Schulz spielt den Ball direkt in die Beine des lauernden Pop. Der setzt sich mit etwas Glück durch und legt dann zurück zu Kasper. Und für den ist das dann nur noch Formsache. Nach 25 Minuten stellt der Torgarant auf 2:0 und macht damit das Dutzend an Saisontoren voll. Die ohnehin nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzende Heimelf nun völlig neben der Spur. Niklas Borger leistet sich da vor der Mittellinie einen fatalen Ballverlust. Dennis Pfaffenroth nimmt dann Fahrt auf, lässt Schulz aussteigen und vollendet gnadenlos ins lange Eck zum 3:0 nach 42 Minuten. Auch für ihn die Torpremiere in dieser Saison. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts dann tatsächlich mal ein Torschuss der Gastgeber. Der Freistoß von Hendrik Ehmann aber kein Problem für Moritz Schulze. Hängende Köpfe also zur Pause beim Großteil der 622 Zuschauer am Schönbusch. Ein Dreifachwechsel in der Halbzeit sollte für Besserung sorgen. Und in der Tat kam die Viktoria, vor allem dank der Präsenz des eingewechselten Kapitäns Benjamin Bayer, wie verwandelt aus der Kabine. In der 53. Minute hat mit Gianluca Schäfer ein weiterer der drei Neuen mal etwas Platz, zieht in den Strafraum und hämmert die Kugel in die Maschen. Mit seinem dritten Saisontor setzt er das Startsignal zur Aufholjagd. Und mit dem 1:3 setzte nun auch das Nervenflattern bei den Youngsters ein. Aschaffenburg, vor allem bei den Standards von Bayer, immer wieder gefährlich. Diesen tückischen Kopfball des ebenfalls eingewechselten Lukas Sitter kann Schulze nur mit Mühe über die Latte lenken. Die anschließende Ecke wird zunächst geklärt, aber die Situation bleibt heiß, weil Alen Kamcic energisch nachsetzt und sich die Kugel zurückholt. Aus dem Stand zieht er ab und sein Schuss landet übrigens noch entscheidend abgefälscht von Sitter, unhaltbar für Schulze im Tor. Nach 69 Minuten plötzlich wieder alles offen. Zumal die Unterfranken nun auf den Ausgleich drängen. Der Schuss von Borger wiederum im Anschluss an eine Bayer-Ecke wird gerade noch geblockt. Von Fürth kam offensiv in Durchgang 2 nicht mehr viel, in der 78. Minute dann aber mal wieder ein Entlastungsangriff und die Riesenchance für Rico Wuttke zum 4:2. Grün verhindert jedoch den drohenden K.O. In der 84. Minute dann der große Auftritt des zweiten Routiniers. Der 36-jährige Bayer lässt da in seinem 150. Pflichtspiel für die Viktoria den 17 Jahre jüngeren Rico Wuttke ganz alt aussehen und seine perfekte Flanke köpft Kamcic ein zum viel umjubelten 3:3 Ausgleich. Das gleichzeitig auch der Schlusspunkt unter ein verrücktes Match mit zwei komplett verschiedenen Halbzeiten. Ja, wir haben zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt in zwei Halbzeiten. Die erste Halbzeit kassieren eigentlich drei Gegentore aus drei individuellen Fehlern. Aber wie die Mannschaft dann aus der Kabine gekommen ist und ein 3:0 noch gedreht hat, alle Achtung, richtig geil. Es zeigt einfach für mich, dass die Mannschaft lebt, dass Leben drin ist. Ja, ich bin schon einigermaßen lange im Fußballgeschäft dabei. Ich weiß, dass solche Spiele oder solche Ergebnisse immer gefährlich sind, weil du vielleicht diesen einen Schritt weniger machst in der Halbzeit. Was zweite Halbzeit passiert ist, dafür waren wir, glaube ich, heute schon verantwortlich. Wir haben sie eingeladen an so schönes Fußball, so bitter ist für uns heute, muss man ehrlicherweise sagen. Wichtig ist die Erkenntnis, dass wir einfach aktiv bleiben müssen, egal wie es steht. Und dann ist die Chance, ein Spiel zu gewinnen, definitiv höher. Das kleine Kleeblatt gibt also den schon sicher geglaubten vierten Sieg in Folge noch aus der Hand und hat nun am Dienstag mit den Würzburger Kickers ein sehr undankbares Match vor der Brust. Aschaffenburg tankt dagegen dank einer Energieleistung in Halbzeit 2 ordentlich Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben im Abstiegskampf. Auswärts gehört die U23 des FC Augsburg zu den Spitzenteams. In der Heimtabelle wären sie dagegen als 17. ein direkter Absteiger. Diese schwache Bilanz mit erst 5 Punkten aus 6 Partien würden die Fuggerstädter vor den 220 Zuschauern nur allzu gerne aufpolieren. Allerdings gibt mit dem TSV Buchbach eines der Überraschungsteams dieser Saison seine Visitenkarte ab. Die Oberbayern in Rot haben in 7 der letzten 8 Spiele gepunktet und wollen natürlich auch aus der Rosenau was mitnehmen. Allerdings gehörten die Anfangsminuten klar den Hausherren. Daniel Hausmann nach 4 Minuten mit einer ersten Prüfung für Ludwig Zech. Kurz darauf Freistoß für die FCA-Youngsters. Ganz Buchbach wartet auf den Schuss von Juan Cabrera. Der bedient jedoch Christian Taseski, der in der 7. Minute das 1:0 für die Schwaben markiert. Ärgerlicher Gegentreffer für die Oberbayern. So darf man sich bei einer Standardsituation eigentlich nicht dupieren lassen.
Und weiter ging es nur in eine Richtung. Angesichts von zwei, drei weiteren Topchancen, wie hier zum Beispiel von Lukas Ehrlich, schien der zweite Augsburger Treffer eigentlich nur eine Frage der Zeit. Doch in der 18. Minute passiert Daniel Katic ein fast ebenso großes Missgeschick wie zuvor den Buchbachern beim Freistoß. Tobias Stoßberger ist der Nutznießer und erzielt aus dem absoluten Nichts den 1:1 Ausgleich für den TSV. Katic dachte wohl, dass Keeper Tobias Jäger rauskommt, zögerte kurz und konnte dann einfach nicht mehr genügend Tempo aufnehmen. Damit war der ganz große Augsburger Druck erstmal weg, wobei sie schon weiter Chef im Ring waren. Cabrera erzielte zwischendurch ein Abseitstor und kurz vor der Pause rettet Gästekapitän Philipp Walter auf der Linie gegen den Uruguayer. In der 45. Minute dann noch eine Augsburger Ecke. David Deger wird geblockt, aber dann steht ausgerechnet Katic goldrichtig und macht seinen Fauxpas vom 1:1 wieder wett. Durch das erste Saisontor des Kroaten gingen die Hausern doch noch mit einer Führung in die Pause. In der Buchbacher Kabine wehte sich ein eisiger Wind und die Oberbahn kamen dann auch wie verwandelt aus der Pause. Samet Bahar nutzt da 3 Minuten nach Wiederbeginn die Kopfballverlängerung von Tobias Staff zum erneuten Ausgleich, bisher der TSV absolut effizient. Und 4 Minuten später dann in Überzahl. Hausmann kommt hier viel, viel zu spät gegen Staff und Schiri Steffen Ewald schickt ihn unter die Dusche. Der FCA also fast die komplette zweite Hälfte in Unterzahl. Der TSV witterte nun natürlich Morgenluft, er spielte sich Chancen und kam dann durch diesen Freistoß von Albano Gashi nach 57 Minuten zur erstmaligen Führung. Diesen Schuss hätte Keeper Jäger aber sicherlich gerne noch einmal zurück. In der Folge ging es weiter hin und her, allerdings ohne nennenswerte Abschlüsse. Doch in der Crunch-Time warfen die Gastgeber trotz Unterzahl nochmal alles nach vorne. 88. Minute, Deger setzt sich gegen Staff durch und wird dann von Sascha Hingerl weggeflext. Klarer Elfmeter für Augsburg und eine Sache für Cabrera. Der bleibt auch cool vom Punkt und gleicht mit seinem 9. Saisontreffer aus zum 3:3. Und noch war hier nicht Schluss. Es gab eine recht lange Nachspielzeit. Und nach 6 Minuten der Zusatzschicht ist der eingewechselte Noah Müller zur Stelle und schwingt sich zum Helden des Tages auf. Der 20-Jährige schießt mit seinem ersten Saisontor die Hausherren ins komplette Glück. Als Stürmer ist immer geil zu wissen, okay, jetzt ist eigentlich kann ich bloß noch entweder knipsen oder das sind die letzten Minuten, einfach jetzt voll reinhauen und dann dem Team so helfen, kommst rein, mach mal einen Ausgleich. Dann hat sich schon so angefühlt, dass wir jetzt noch irgendwie was drehen oder dass noch was in der Luft liegt. Dann die ersten 45 Minuten waren eine richtig gute Qualitätsleistung und die letzten 30, 35 Minuten eine fantastische Mentalitätsleistung. Dann ist es ein später Sieg, dadurch ist er auch jetzt ein glücklicher Sieg, aber den nehmen wir gerne mit auf unsere Reise. Wenn du 3 Tore auswärts machst, muss es eigentlich reichen. Wir haben heute so viele Geschenke bekommen, haben sie teilweise genutzt, hätten das Spiel auch killen können, aber wie gesagt, in der Summe, wenn du 3 Tore auswärts machst, muss es reichen. In der ersten Halbzeit hatten wir grobe Probleme, haben in der Halbzeit was angepasst, dann waren wir besser im Spiel. Ja, wie gesagt, ein bisschen schwer gerade zu verdauen. U23 des FCA dreht also trotz Unterzahl das Match in der Schlussphase und fährt so den 2. Heimsieg der Saison ein. In der Tabelle überholen sie damit den TSV Buchbach und haben zudem auch noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. Die Oberbayern belegen punktgleich mit den Augsburgern vorerst Rang 10. Der TSV Schwaben Augsburg ist zweifellos eine der positiven Überraschungen der laufenden Regionalliga Bayern-Saison. Die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Ostrzolek konnte 7 ihrer 14 Partien gewinnen und belegt damit den 7. Platz.
In der Tabellenregion, in der wohl die allermeisten den Aufsteiger erwartet hätten, findet sich der heutige Gegner der Augsburger wieder. Die Spielvereinigung Ansbach liegt mit 14 Zählern nur einen Punkt vor den Relegationsrängen. Damit hinein ins Spiel, das mit Chancen in der ersten halben Stunde ziemlich geizte. Erst in der 31. Minute sollte es das erste Highlight an diesem Samstagnachmittag geben. Verantwortlich dafür ist Nico Manz, der im eigenen Strafraum ein Solo beginnt und nach einem klasse Doppelpass mit Patrick Kreuz aufs Tor zustürmt. Dann fehlt aber die Genauigkeit, ansonsten hätte sich Manz an diesen Treffer wohl noch sehr lange erinnern können. In der 40. Minute dann erneut die Ansbacher, die schon das aktivere Team in der ersten Hälfte waren. Kreuz schlägt einen Freistoß in den Strafraum, Kapitän Tobias Dietrich mit der perfekten Kopfballvorlage für Michael Speer und der braucht nur noch einzuschieben. 1:0 für Ansbach und das war gleichzeitig auch der Pausenstand, da Augsburgs Keeper Patrick Sander bei einer schlitzohrigen Ecke aufpasst. Hinein in die zweiten 45 Minuten, in denen, so viel sei vorweggenommen, mehr passieren sollte. Ein Freistoß für die Gastgeber liefert einen ersten Vorgeschmack, auch wenn Matthias Hahn den knapp übers Tor setzt. Auf der Gegenseite wird es nach einer Flanke gefährlich, Achid Polkererom kommt aber nicht ordentlich ran und kann so Heiko Schiefer nicht unter Bedrängnis bringen. Der Keeper leitet dann auch gleich den direkten Gegenzug ein und da bietet sich die Möglichkeit für Speer zum Doppelpack. Aber Sander fährt den Fuß aus und kann parieren. In dieser Phase rund um die 60. Minute ging es Schlag auf Schlag. Nur zwei Zeigeumdrehungen später wieder Augsburg. Simon Achertz mit einer starken Bewegung, aber Schiefer ist auf der Höhe und klärt zur Ecke. Der TSV ließ aber nicht locker. Erneut vergehen nur rund 120 Sekunden, bis die Gäste wieder vom Ansbacher Tor auftauchen und dieses Mal scheppert es. Timothy Diowo, der Torschütze, nachdem Lukas Ramser einleitet und Marco Luburic vermutlich etwas zufällig vorbereitet. Das 1:1 zu diesem Zeitpunkt auch verdient, aber Ansbach zeigte eine Top-Reaktion auf das Gegentor. Flanke in den 16er, Niklas Seefried legt mit der Brust ab auf Nico Heyer und der drischt das Leder humorlos in die Maschen. Sehenswerter Schuss, der nur 5 Minuten nach dem Ausgleich für die erneute Ansbacher Führung sorgte. Und die hätte Speer beinahe wenig später ausgebaut. Der Stürmer visiert aber nur das Aluminium an. Dicke Chance rund eine Viertelstunde vor Schluss zur Vorentscheidung. So natürlich noch alles drin für die Gäste, die im Übrigen aber noch in keinem einzigen Saisonspiel die Punkte teilten. Freistoß dann in der 86. Minute und den köpft beinahe ein Ansbacher ins eigene Netz. Das war richtig eng. Aber noch waren ein paar Minuten auf der Uhr. Luburic kommt in der 88. Minute aus kurzer Distanz zum Abschluss, trifft aber das Tor nicht. Der Winkel zugegebenermaßen auch nicht ideal. Und das war dann die letzte Gelegenheit für die Gäste. Ansbach rettete den Sieg über die Zeit. War heute eine richtig gute Leistung von uns. Wir sind sauzufrieden, haben uns einige Torchancen rausgespielt. Wir hätten, glaube ich, noch 2-3 Tore mehr schießen können. Haben ganz wenig zugelassen defensiv. Ich kann mich nur an 1-2 Situationen erinnern von denen. Ansonsten haben wir die ganze Zeit Druck auf den Ball gehabt. Wir waren die ganze Zeit eklig, wir waren die ganze Zeit dominant. Und es war heute richtig gut. Ein extrem bitteres Ergebnis für uns, weil wir vor allem in der zweiten Halbzeit sehr viel ins Spiel investiert haben. War dann halt extrem bitter, dass wir so schnell nach dem 1-1 wieder in Rückstand geraten. Und ja, am Ende hatten wir noch die Torschancen, den Ausgleich zu machen. Aber wir sind keine Mannschaft, die unentschieden spielen kann. Deswegen ist das 2-2 leider nicht mehr gefallen, obwohl die Möglichkeiten da waren. Aber wie gesagt, meiner Mannschaft kann ich vor allem in der zweiten Halbzeit gar keinen Vorwurf machen, weil wir einfach so viel investiert haben, haben uns leider nicht belohnt und fahren leider mit 0 Punkten nach Hause. Ein ganz wichtiger Erfolg für Ansbach, wodurch die Spielvereinigung auf Rang 12 klettert und weiter über dem ominösen Strich steht. Der TSV Schwaben Augsburg bleibt trotz der knappen Pleite Tabellen Siebter und hat auch nach 15 Spielen noch kein Remis. Der TSV Albstadt will vor knapp 500 Zuschauern in der NGN Arena seine starke Form weiter unterstreichen, zum 9. Mal in Folge ungeschlagen bleiben. Mit einem Dreier gegen die Spielvereinigung Hankhofen winkt sogar ein einstelliger Tabellenplatz. Die Niederbayern zeigten sich zuletzt vor allem zu Hause gut in Schuss. Auswärts ist bei den in schwarz gekleideten Gästen angesichts von erst 2 Pünktchen aus 6 Partien allerdings noch jede Menge Luft nach oben.
Hankhofen versteckte sich aber keineswegs, spielte hier von Beginn an munter mit und kam nach 16 Minuten zur ersten gefährlicheren Situation. Andreas Wagner schlägt da jedoch ein Luftloch im Albstädter Strafraum. Auf der anderen Seite zieht kurz darauf Timo Pitter einer vorausgegangenen missglückten Befreiung der Gäste mal ab. Da fehlte aber schon noch einiges. Aber auch die Grabfelder können Ballverluste. Wagner da fast der Nutznießer seines heimischen Bocks. Die Kugel segelt allerdings am langen Kreuzeck vorbei. Der nächste Aussetzer hatte dann jedoch eine ganz andere Qualität. Tim Hüttl spielt da vom Abstoß weg Wagner das Leder in die Füße und der sagt artig Dankeschön, fettes Geschenk des TSV nach 29 Minuten an die Gäste in Form der 1:0-Führung durch das 6. Saisontor von Wagner. Und auch in den restlichen Minuten bis zur Pause die Dorfburm mit den konkreteren Offensivaktionen, wie hier durch Kapitän Tobias Richter. Die Führung der Niederbayern ging insgesamt durchaus in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel die Hausherren natürlich bemühter, vorerst ging aber weiter wenig, nach 56 Minuten zumindest mal ein vielversprechender Ansatz, allerdings mit ausbaufähigem Abschluss von Marco Nickel. Hankhofen stand 20 Minuten lang sehr tief, sorgte dann wieder für etwas Entlastung, wenn auch bei weitem nicht so gefährlich wie noch im ersten Abschnitt. Und so tat sich dann lange nichts in der NGN Arena bis zur 81. Minute. Da wird der Ball von Tobias Lärmer verlängert zum freistehenden Wagner, der jedoch die Mega-Chance zum 0:2 liegen lässt. Er chippt die Kugel über den Kasten. Rächt sich das nochmal. Freistoß in der 85. Minute für den TSV, aber auch diese Aktion ist letztlich zu harmlos. Und weil dann auch Luke Hemmerich in der Nachspielzeit bei einer der letzten Aktionen noch geblockt wird, blieb es beim ersten Auswärtssieg der Saison für den Aufsteiger. Ja, Glückwunsch nach Hankhofen für den verdienten Auswärtssieg. Ich glaube, wir haben heute alles vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Und von daher ist die Leistung sehr ernüchternd. Das war also wenig bis gar nichts, um das noch ein bisschen zu beschönigen. Muss man gnadenlos ansprechen und muss auch schauen, dass man die Lernen daraus zieht. Alles in allem, das Wichtigste war, dass wir sehr disziplinierte Defensivleistung gezeigt haben. Wir haben gewusst, dass Abstadt immer wieder nach Umschaltaktionen sehr gefährlich ist, weil sie einfach sehr viel Geschwindigkeit in ihren Reihen haben. Aber ich glaube, das haben wir heute überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wir waren bei Ballverlust sofort wieder in unserer Ordnung und das war irgendwo der Basis für den Erfolg. Die Serie von 8 ungeschlagenen Spielen endet also für den TSV Hauptstadt. Statt sich vom Keller abzusetzen, müssen die 11 platzierten Grabfelder den Blick weiter nach hinten richten. Unter anderem die Spielvereinigung Hankhofen steht nun nur noch 2 Zähler hinter ihnen. Für beide geht es im Rahmen der englischen Woche auswärts weiter. Hauptstadt muss am Dienstag nach Buchbach, Hankhofen nach Bayreuth. Kellerduell in Filzing. Der Vorletzte empfängt den Drittletzten. Ideale Voraussetzungen also, um von einem 6-Punkte-Spiel zu sprechen. Denn sowohl die Filzinger als auch die Gäste aus Bamberg brauchen im direkten Duell Punkte im Abstiegskampf. Allerdings gehen die zwei Teams mit unterschiedlichen Vorzeichen ins Spiel. Während die DJK im geboten Gelb seit Ende August auf einen Dreier wartet, beendete die Eintracht ihren Negativlauf mit einem Dreier unter der Woche in Burghausen. Damit hinein ins Spiel und besteigen ein mit einem Eckball für Filzing in der 8. Minute. Dieser fliegt in den Strafraum, Paul Grauschopf steigt am höchsten und nickt ein zur frühen Führung. 6. Saisontor für ihn. Und der Vizemeister der Vorsaison weiter im Vorwärtsgang. Jim Patrick Müller versucht da mit einem frechen Heber, aber Benedikt Willert, der ja beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft in Burghausen ein Wahnsinnsspiel machte, ist aufmerksam. Das war aber auch die Basis für Bamberg, damit hier am Hutgarten nicht schon früh klare Verhältnisse herrschten. Denn auch wenig später musste der Keeper sein ganzes Können zeigen, als Jonas Goss nach einer guten Kombination vor ihm auftaucht. Im Anschluss an diese starke Willert-Tat fand Bamberg nach und nach besser in die Begegnung. Gute Chancen waren aber bis zur Pause nicht wirklich vorhanden. Filzing defensiv relativ souverän und in den letzten 10 Minuten vor dem Seitenwechsel ging der Spielfluss dann etwas verloren. Das sah vermutlich auch BFV-Präsident Christoph Kern so, der genau wie gut 600 weitere Zuschauer das Duell zwischen Filzing und Bamberg verfolgte. Damit hinein in Hälfte 2 und da zunächst wieder der Gastgeber. Goss setzt sich gut auf Außen durch, seine Hereingabe findet dann aber keinen Abnehmer. Dennoch eine erste gute Torannäherung der DJK. In der 54. Minute dann ein Freistoß für Bamberg aus aussichtsreicher Position. Aber die Ausführung exemplarisch für den bisherigen Auftritt der Eintracht, der einfach die Torgefahr fehlte.
Filzing da schon zielstrebiger, so auch in der 71. Minute. Wieder hat der aktive Goss seine Füße im Spiel, er schickt Simon Sedlacek und der schließt dann richtig stark ab. Willert ohne Chance beim ersten Regionalligatreffer des 19-Jährigen. Was für ein schönes Tor zur Premiere. Das 2:0 fühlte sich dann schon fast wie die Entscheidung an, denn Bamberg wollte vor dem gegnerischen Kasten einfach nichts gelingen. Auch Tim Strasser, der sich da zuvor gut behauptet, verfehlt sein Ziel. Noch einmal ab auf die andere Seite, da wird Benedikt Fischer im Strafraum von Marco Schmidt zu Fall gebracht und es gibt kurz vor dem Ende nochmal Elfmeter für Filzing. Grauschopf tritt an, schnürt den Doppelpack und erhöht sein Torkonto auf 7 Treffer. Das 3:0 dann auch der Schlusspunkt, Filzing gelingt der Befreiungsschlag. Können wir heute kurz machen, war ein sehr wichtiges Spiel für uns, ein wichtiger Sieg und ich glaube auch in der Höhe hochverdient. Ich glaube, der Gegner kann sich heute freuen über 3 Tore, ohne viel Aufwand dafür betrieben zu haben. Bin mir sehr, sehr sicher, dass meine Mannschaft mit der Art und Weise irgendwann wieder Spiele gewinnt, weil wir es sehr, sehr ordentlich gemacht haben und ganz, ganz viel ja, auch dann Bälle hinter die Kette gespielt haben, Verlagerungsbälle gespielt haben, weil wir gewusst haben, dass es hier schwer ist, sich irgendwo wieder durchzukombinieren. Filzing beendet seine über 1,5 Monate andauernde Sieglosserie, zieht an Bamberg vorbei und klettert auf den Relegationsrang. Die Eintracht hingegen steht erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz. Ab ins Mittelfeld ist die Devise der U23 des 1. FC Nürnberg. Mit einem Erfolg gegen Schlusslicht Türkgücü München vor gut 160 Zuschauern am Pfalzenweiher und unter den Augen des Cheftrainers der Profis, Miro Klose, könnten sich die Club-Youngsters vom Keller absetzen und punktemäßig zu Augsburg und Buchbach aufschließen. Bei den Gästen in Hellblau wird abzuwarten sein, ob und wie sich der Punktgewinn zuletzt in Ansbach positiv auswirkt. Angesichts von insgesamt erst 3 Zählern brauchen die Münchner logischerweise dringend baldmöglichst mal den ersten Saisonsieg. Obwohl die Hausherren von Beginn an dominant auftraten, gehörte die erste Chance den Gästen durch Daniel Gerstmeier per Kopf nach einer Ecke. Im direkten Gegenzug melden sich aber auch die Mittelfranken an. Pascal Fuchs zielt aus zentraler Position jedoch drüber. In der 8. Minute geht es dann über rechts bei den Nürnbergern. Yannick Hofmann macht den Speedy Gonzales und liefert dann die perfekte Vorlage für Fuchs, der die Kugel zum 1:0 im langen Eck versenkt. Perfekter Start damit für die Club-Youngsters. Mit der frühen Führung im Rücken kontrollierten die Gastgeber das Geschehen, ohne allerdings zwingend zu werden. Türkgücü nach vorne komplett harmlos. Lediglich dieser Nürnberger Ballverlust sorgte nach gut einer halben Stunde für etwas Aufregung, ohne dass dabei aber was rumkommt. Kurz vor der Pause geht es dann nochmal über die rechte heimische Seite, über die ja auch die Führung eingeleitet worden war. Und zwar erneut über Hofmann, der scheitert jedoch aus Spitzenwinkel an Keeper Marin Topic. Nach Wiederbeginn war den Hausherren schon anzumerken, dass sie an einer schnellen Vorentscheidung interessiert waren. Unter anderem hat Topic da etwas Glück bei der Abwehr des Kopfballs von Uche Obiogumu. Hofmann konnte da nicht mehr wirklich reagieren. Türkgücü nun jedoch auch offensiver ausgerichtet und mit diesem Freistoß in der 55. Minute. Zunächst abgewehrt, kommt er nochmal zurück. Der frisch noch nachverpflichtete Ex-Pipins-Rieder Peter Trinari verlängert per Kopf und dann schmuggelt Gerstmeier die Kugel an Armin Olayo vorbei, der bei seiner Regionalliga-Premiere bis dato nichts zu tun bekommen hatte, nun aber eben hinter sich greifen musste. Damit war es plötzlich eine komplett offene Partie. Die Club-Youngsters verloren zunehmend den Faden. Und in der 66. Minute packt Neuzugang Noah Jones nach einem Ballverlust der Gastgeber einen Sonntagsschuss am Samstagnachmittag aus. Fulminantes Ding zum 1:2. Nun schien der erste Saisonsieg der Münchner in greifbare Nähe gerückt. Noch mehr dann nach dieser Ecke in der 77. Minute, denn die rutscht Olayo am kurzen Pfosten durch. Und Dennis Heimer stoppt ab zum 1:3. Ganz bitteres Ding für den Nürnberger Keeper. Können sich die Klubberer jetzt nochmal aufbäumen? Sie versuchten es zumindest. Unter anderem der agilste Hausherrenakteur Hofmann visierte jedoch nur den Außenpfosten an. Und mehr ging dann auch nicht mehr. Türkgücü feiert am Ende den ersten Saisonsieg. Ich glaube, so ab Mitte der ersten Halbzeit haben wir uns dann schon gefangen und haben dann auch das System umgestellt, was dann besser funktioniert hat. Und dann zweite Halbzeit, muss ich klar sagen, also die Art und Weise, wie meine Mannschaft gespielt hat, wie sie gekämpft hat. Ich glaube, über 45 Minuten die bessere Mannschaft gewesen. Zu den verdienten Zeitpunkten die Tore geschossen und am Ende, glaube ich, dann über das ganze Spiel gesehen verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit machen wir es richtig gut, lassen den Ball zirkulieren, gehen dann früh 1:0 in Führung. Haben auch die Chance aufs zweite oder dritte Tor,
lassen, glaube ich, keinen einzigen Torschuss zu, haben das Spiel voll unter Kontrolle. Ja, und die zweite Halbzeit eigentlich im Prinzip genau das Gegenteil. Haben wir im Prinzip alles vermissen lassen, was ein professionelles Fußballspiel einfach erfordert. Im 14. Anlauf ist es also vollbracht. Schließlich Türkgücü München gelingt dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt der erste Saisonsieg. Das verschafft natürlich neue Hoffnung im Keller. Dort stecken nach einem insgesamt enttäuschenden Auftritt auch weiter die Nürnberger Youngsters fest. Drittletzter Spieltag der Vorrunde mit drei Topspielen am Freitagabend, denn da waren die ersten sechs der Tabelle unter sich. Würzburg besiegte dabei Schweinfurt ebenso mit 1:0 wie Bayreuth Burghausen. Und auch die Bayern Amateure setzen sich zu Hause durch mit 3:2 gegen Illertissen. Richtig Spektakel gab es zudem in Aschaffenburg und Augsburg. Der Samstag gehörte dann den Hinterbänklern. Ansbach und Hankhofen feierten wichtige Erfolge. Filzing entschied das Kellerduell gegen Bamberg für sich und Türkgücü feierte den allerersten Saisonsieg in Nürnberg. Die Schnüdel bleiben zwar vorne in der Tabelle, Bayreuth und Würzburg sind ihnen aber jetzt auf die Pelle gerückt. Schweinfurt hat aber noch ein Nachholspiel gegen die Bayern. Grundsätzlich könnte aber auch die U23 des Rekordmeisters mit drei Erfolgen aus ihren Überhangpartien nicht nur an Burghausen und Illertissen vorbei, sondern ganz nach vorne springen. Einzige Veränderung auf dem ersten Tableau, dass Augsburg hinter dem Stadtrivalen und Fürth jetzt wieder einstellig ist. Heißt im Umkehrschluss, Buchbach seit längerer Zeit nun wieder in der zweiten Hälfte zu finden. Ansbach, Hankhofen und Filzing mit wichtigen Siegen. Bamberg, unter der Woche ja noch Sieger in Burghausen, rutscht durch die Pleite in Filzing wieder zurück auf den vorletzten Platz. Türkgücü mit einem Hoffnungsfunken oder ist es doch nur ein Strohfeuer? Die kommende englische Woche mit den Spieltagen 16 am Dienstag und 17 am Wochenende wird uns nicht nur dahingehend mehr verraten. Live im BR-Stream sind wir am Dienstag bei der Partie Bayreuth gegen Hankhofen und am Freitag beim Match Bayern Amateure gegen Schwaben Augsburg. Servus, bis dahin!